Allein stehe ich hier am Meer rum, die anderen irgendwo anders. Hallo und herzlich willkommen zurück bei DayZ. Hallöchen. Hallöchen. Ich mache hier gerade einen Urlaub. Ich habe keinen Bock mehr auf die anderen gehabt und bin jetzt nach Portugal geflogen ans Meer. Ist aber gerade Kackwetter, deswegen gehe ich doch wieder zurück nach Russland. Okay, und was machen wir jetzt eigentlich, wo wir hier mal so stehen? Wir können ja jetzt nicht wieder hier rumstehen. Es ist zum Aus der Haut. Wir bewegen uns zum Airfield, während Robin versucht zu uns zu kommen, oder? Wieder zum Airfield? Du meinst da, wo wir letztes Mal gestorben sind? Ja. Genau da, das Ding, genau ja. Genau da. Da, wo noch unsere Überreste liegen vom letzten Möglicherweise, Mal. Möglicherweise, ja. Wo die Ratten an uns knabbern. Genau. Wo die Penner auf uns pinkeln. Nein. Leute, darf ich erstmal okay, wo die Penner an uns knabbern und die Ratten auf uns pinkeln? Ja, jetzt muss ich. Tasche voll ist. Ich guck mal kurz auf meine Karte. Also, ich habe so eine super. Ich hab noch ein App. Bisschen. Da guck ich mal leider kurz drauf, keinen Platz mehr. Wo dieser Zeug. Ort ist, wo wir hier gerade, wo ich gerade bin. Ja, ich kann ein bisschen was rauswerfen, was man nicht braucht. Sowas wie ein Stift oder sowas. Damage, gut, dann werf ich meinen Kompass raus. Hier, das müsste das sein. Nice. Ja. Okay. Ich bin gerade 1 Kilometer vor Solnitschi. Oh, na gut, Leute, dann würde ich sagen, das wird sehr lange dauern. Ja. Auf, was macht ihr hier? Großer Warentausch? Gartenverkauf? Ich will auch. Ja, nö, ist alles gut. Alter, krass. Was zur Hölle? Boah. Wo kommt die ganze Munition? Ah, warte, die ist für meine Mosin gut. Ja, ja. Jetzt mache ich wie Vivianten beim letzten Mal den Forrest Gump. Darf ich mir die 7,62x39er ausleihen? Alles, was da liegt, könnt ihr euch nehmen. Die passen nämlich perfekt in meine Wumme. Alles klar, die Zombie hinter mir her, kein Problem. Easy. Oh, ich habe hier gerade auch einen 7,62er. Ich krieg... Der kommt nach da unten, verdammt. So. Mehr brauche ich fürs Erste nicht. Und dann... Hat wer die Handschellen genommen? Ja, hab ich. Dann nehmt doch bitte auch die Schlüssel dazu. Wie viel kostet das Benzin? Nicht viel. Ja. Auch in der Umgebung. So, und erstmal hier leere Slots rauswerfen. Doch. Die sehe ich nicht. Dann packe ich sie nochmal ein und werfe sie nochmal hin. Ja, ja, macht ihr. Ach, das sind sie, ja. Boah, soll ich bei mir die. So, soll ich bei mir die. Alles, was noch liegt, packe ich wieder ein. Was ist ich sorge dann schon mal für so ein bisschen. Warte, ich überlege, die anderen hier noch rumrücken. Ist okay. Noch nehmen, aber es leckt gerade so. Ich könnte kotzen gerade. Ja, der Server ist nicht performant und der Rest eigentlich. Ja, ja, also, das funktioniert gerade. Sie hat sich echt ein bisschen verschlechtert, muss man sagen. Ja, das Update war nicht so gut. Nee, das Update war echt nicht gut. Da vorne ist ein Zombie. Oh, der Server ist. Nein, es liegt alles auf dem Boden. Okay, dann verlieren wir gerade alle. Gut, dann gehen wir mal vom Server raus. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme. Ja, das dann bis wir dahin. Wir sehen uns dann gleich vielleicht auf einem neuen Server wieder. Oder? Hoffentlich. Wir wollen hier bleiben. Hoffentlich. Mal schauen. Bis gleich. Bye, tschüss. Bye. Tschüss. Sind wir alle drauf? Ja. The fuck? Dann würde ich sagen, wir können auch wieder loslegen, oder? Ja. Wo seid ihr denn jetzt? Ich laufe. Und ich laufe. Das ist ein Lied von Tim Bensko. Ah. Hallo zu und herzlich willkommen zurück hier. Wir sind wieder da, haben einen neuen Server gefunden, der hoffentlich ein bisschen performanter läuft. Außer, dass der bei mir ein paar Clipping-Fehler hat, sehe ich gerade. Aber egal. Jetzt genau, und ich würde sagen, wir machen uns jetzt endlich mal auf den Weg als kleines Dreiergrüppchen hier, bevor wir noch mehr Leute langweilen. Bacon. Zum Airfield vielleicht? Ja, genau. Nochmal in den Tod, kein Problem. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Macht ihr mal. Ich laufe jetzt mal Richtung... Ich glaube, ich bin jetzt in Solnitschi. Da habe ich echt noch einen riesenweiten Weg vor mir. Jetzt gehen wir doch wieder alle in die Häuser rein, in die wir eben schon reingegangen sind. Ja, das ist aber ein anderer Server. Ja, aber dennoch, ist Zeug von wenig Unterhaltungswert. Na gut, dann lassen wir noch weiter laufen. Einmal muss ich noch schnell einen Zombie folgen. I don't care! Okay. Wollen Sie mit mir ausgehen? Nein, I don't care! Na gut. Backflip! Backflip I don't care! Frontflip! Dad, that was Frontflip! I don't care! Nee, Backflip! Ja, ich weiß es nicht mehr, ich hab's zu lange nicht mehr gesehen. Es ist so göttlich. Ja, springen. Können wir vielleicht wieder zurück zum Thema? Hier, die Riley ist auch... Nee, das ist Janik, hallo? Das ist Riley. Riley läuft hier vorne gerade gegen die Wand. Ich stehe auf der Straße wieder. Hallo? Oh, hallo? Irgendwo hallo? Hallo? Wo stehe ich auf? Ach da. Wo springe ich denn? Du kommen wir jetzt alle vielleicht mal zum wie? Zur Mauer hier an der Flussseite. Ach, mit V. Zombie auf einen von euch. Heslo. Und natürlich ist es wieder die Wiley, die zieht ja Zombies immer magisch an. Hier ist ein Jamaika-Haus. Ein Zombie! Ich will gar nicht wissen. Da hinten, Janik, bist du das? So, ich bin hier, ich folge euch auch, aber wir müssen mal irgendwo hinlaufen jetzt. Bei mir läufst du gerade auf der Stelle, das ist ja, nicht so gut. Ja, das ist echt. Komm, lass uns mal. Da bist du ja. Vielleicht liegt auch hier einfach an diesem Fleck. Lass uns doch mal aus dieser Stadt raus. Voll das Singleplayer. Nachdem wir den Zombie abgemetzelt haben. Alter, geh auf. Ah, fick dich doch, du hässliche Tür! So, ich habe jetzt mal wieder Rex, falls ich nochmal blute. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt an der Seeseite.
Zombie. Aus. Boah, ich. Das wäre alles. Dass man mit der Axt nicht direkt zuhauen kann, das ist kacke. Das wäre alles nicht kannst passiert, wenn Riley ja, nicht so egoistisch wäre. Das ist scheiße. Naja, Robin, ich bin blöd, wärst du trotzdem noch, ne? Also, wer weiß, ob das nicht. Wie bitte? Was? Was wäre ich? Wo, jetzt komm, was lass mich mal laufen hier. Was wäre ich? Jetzt. Was wäre ich? Du wärst trotzdem tot. Nee, wieso? Wenn ich nicht die ganze Zeit durch die Gegend gekrabbelt wäre, hätte mich ja auch kein Zombie angegriffen. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play, ich stehe in der Ecke rum. Wir bewundern hier einmal diesen wunderschönen Asphalt. Ja, dieses Muster, das ist ja impressionistisch. Wer war das? Wahrscheinlich das denn. Ein bisschen zu vage für meinen Geschmack. Und Leute, bei mir ist der Server gerade eine Katastrophe. Yannick läuft gerade konstant gegen die Wand und die Riley steht da hinten. Nein, das ist nicht das Serverfehler, das mache ich als... Nee, die Riley ist raus. Echt? Ach ja. Ja. Ist auch hier aus dem Server gerade raus. Oh. Kein not responding, das erklärt einiges. Okay. Tja, der Server ist wohl genauso scheiße. Aber sie ist auch aus dem... Haben wir wirklich eine Katastrophe. Und die müssen dringend gucken, dass sie das wieder verbessern. Naja, also... Dann würde ich sagen, trotzdem müssen wir irgendwann mal los, um hier wenigstens rauszukommen. Das Update hat grundsätzlich ja echt geile Sachen reingebracht, ne? Also neue Waffen, man kann Beeren pflücken, der Defibrillator sollte funktionieren. Ja, aber dafür fliegt man alle 5 Minuten raus. Ja, und das ist halt echt kacke. Ich würde sagen, wir laufen diesmal einfach mal in normaler Geschwindigkeit. Aber dafür fixen die dann das Geräusch beim Kotzen, ne? Damit es echt klingt. Weißt du? Ja, das genau. Das anstatt das performanter zu machen. Und dafür funktionieren 30 andere Geräusche nicht mehr, wo man immer nur so ein Surren kriegt. Ja, genau. Ist also quasi wie bei Minecraft mittlerweile. Aber ich habe gelesen, man kann jetzt auch Tiere erlegen, oder? Ja. Ja, hast du mal ein Tier gesehen? Nee, die sind echt ich mega selten. Hasen gesehen. Ja, Hasen. Aber theoretisch könntest du die auch schlachten. Ich mal einen Hasen mit einer Axt. Ja, hast nicht mehr viel vom Hasen, ne? Da hast du nicht mehr. Ja. Und da hat Thomas... Ja. Wenn Ostern dieses Jahr ausfällt, wisst ihr, ne? Der Herixus, der hat den Osterhasen erlegt. Meist Domek, Grumples. Ich renne hier auch Zombie? Nur. Ja, ne? Jo. Aber weißt du was, ich schieße einfach auf den. Ja, was denn mit der... Verschwend doch die Munition nicht. Mit einer Axt, der ist doch One-Hit-Down hier. Ich hab 48 Schuss, Junge. Ja, ist doch egal. Ich mach den Platz hier von Was ist denn jetzt hier mit der Riley eigentlich? Wo ist die hin? Kommt die wieder? Ja, weiß ich nicht. Die ist disconnected. So. Bestimmt und Internet weg. Ich hab weg. Auch noch nichts mehr von der gehört. Die ist einfach komplett weg, die Riley. Können wir jetzt mal richtig über die lästern? Na, endlich. Boah, ich hasse die. Die sollen aus dem Let's Play raus. Ich hasse, dass die gleichen Klamotten trägt wie ich, ne? Ja, Mann, die stinkt doch voll. Ach und dann macht die. Durchs Mikro stinkt die! Weißt du, kaum redest du Deutsch, redet die auch Deutsch. Furchtbar. Ja, schlimm, ist ne? Einfach schlimm. Was hab ich denn für eine Frisur, Alter? Oh, jetzt ist es weg. Und ihre Frisur. Ja, also über die wollen wir gar nicht erst reden, ja? Also was sie da mit ihren. Wie ein Mädchen. Ist ganz schlimm, klingt aber wie ein Mann. Oh, jetzt hockst du bei mir. Spring! Oh, ich hasse diesen Menschen. Oh, Zombie. Toll, und ich komme nicht hinter dem Zaun hervor. Jo, jetzt hat's auch wieder funktioniert, ich weiß nicht warum, also... Hä, der Sch... war ganz komischer Kram hier. Ja, ich kann auch nicht mehr springen. Wenn wir jetzt dieser Straße hier einfach so geradeaus weiter... Ich bin gerade mit einem Auge auf der Map bei mir auf dem Handy. Ich bin hinter dir und das da oben sind die großen Hochhäuser, wo ich eben drauf aufmerksam machen wollte. Ja, das sind die Hochhäuser von... Ob's da nicht vielleicht irgendwas Luki Cooles zu finden gibt oder so? Novoselki. Weiß ich nicht, aber ich finde... Oh, geil! Hier liegt eine Hose. Ist auch langsam genug, oder? Oh, hier liegt eine Hose mit Rex. Ja, wir haben eigentlich voll, das stimmt schon, aber einfach so der Szenerie wegen würde ich da gerne mal gucken. Huch. Können wir ja was anders machen, aber jetzt erstmal auf jeden Fall zum Airfield. Da habe ich gerade richtig Bock drauf, auch wenn die ja immer nur noch zu zweit sind. Du weißt aber, ich gucke dann diesmal zu, wie der Typ dich erlegt, ne? Ja. Ganz komisch, hier liegen Sachen, also hier lag gerade eine Hose auf der Straße mitten, jetzt liegt hier ein paar Schuhe auf der Straße. Ja, ich glaube, hier FKK rum deswegen. Ach so, du warst das. Oh nein. Ja. Hast so eine Brotkrummspur gelegt, hast wie Hänsel und Gretel gemacht, nur in Porno. Genau. Was? Ja, mit Ausziehen, anstatt mit Brotkrummen. Drin sein, weißt du? Ach so. Willst du meinen Lebkuchen ablecken? Was? Ganz seltsam, dass ich auf einmal so ruhig ist, weil wir noch zu dritt sind. Ich meine, wir haben zu fünft angefangen. Ja. Ja, das ist irgendwie immer mehr. Das ist das Gute, dass jetzt diese nervige Stimme von der Ollen weg ist. Willst du noch du? Fick dich. Genau das meine ich. Sowas mache ich doch nicht vor der Kamera. Sowas mache ich eigentlich nur vor der Kamera. Ja, du verdienst ja auch damit deine YouTube-Money. Und ich stehe immer hinter der Kamera. Du stehst hinter ihm. Ja. Bei allem, was er tut, natürlich. Klar. Natürlich. Was für eine Frage.
Okay, jetzt einfach ein bisschen hier an den Bahngleisen entlang. Und wir kommen dann auch so gleich zum Airfield. Und ich würde sagen, wir stechen direkt in den Wald ab. Och, nicht der arme Wald. Der arme Wald kann nichts dafür, Mann. Weil wir nur durch den Baum ausreichend Schaden der Wald ist tot. Was? Ich habe keine Ahnung, was ihr gerade gesagt habt. Wir können es wiederholen. Mein Freund, der Wald ist tot. Tot. Da liegt jemand. Da liegt also entweder liegt da jemand oder etwas. Auf jeden Fall, tot. Was ist es? Es ist ein Mensch! Das ist der Typ, der ausgezogen wurde. Der hat keine Schuhe mehr. Ah doch, Schuhe hat er. Nur noch das heißt, wir sehen Stiefel. Die Nachricht von der Riley, dass ihr Internet einfach komplett weg ist. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Für heute nicht mehr dabei, was schade. Schade ist, aber... Ja, das war das erste Mal, dass Riley auch mit aufgenommen hat, ja. Ne? Ja. Blöder das Start. Scheint wohl unter keinem guten Stern zu stehen. Nee, erst sterb ich, dann stirbt sie. Fehlen nur noch wir beide. Ja. Aber das wird sich passend durch den beiden Bäumen durch, jawohl. Ich, also wir laufen gerade zum Airfield, das heißt, wir haben nur noch 5 Minuten zu leben. Was? Alter, wie geil das ist. Oh, an dieser Stelle müsst ihr unbedingt jetzt mal in mein Video schalten, ey, das ist der Wahnsinn. Ich hab, meine Schuhe gewechselt und so Stiefel. So Stiefel und ich laufe jetzt weiter, aber die Stiefel sind nicht an meinem Körper dran. Die klippen hier durch die Gegend und rutschen einfach über den Boden neben meinen Füßen her. Ja, ich hatte es auch jetzt, dass einer von euch einfach seinen Rucksack zwischen den Beinen hatte. Geil, ey. Das sah gerade echt lustig aus. Wie Moonwalk, nur vorwärts. Naja, um das zu wiederholen. Das hatten wir eben schon mal. Ja, was man da rein tun muss, ne? Ja, Stöcke natürlich. Ja, klar. Ja, ich guck mal in den Himmel. Meine Maus ist wieder am Abspacken und ich hab... Alter, ich hasse mein Leben. Die Aufnahme liegt dir echt... Die liegt so brach. Und in Daisy erst. Ja, es ist gerade. Also, Herixus bin ich, und bin ich schneller, wir machen hier als einziges was Anständiges. Bin ich schneller, wir wenn ich durch den Wald und tun was für unsere Gesundheit. Ja, ich auch. Ja, ich glaube, es ist schneller, wenn ich querfeld einlaufe, ne? Wenn ich nicht der Straße den Knick folge. Gut bestückt auf dem Rücken. Nicht nur auf dem Rücken. Also, wenn einer gut bestückt ist, dann ich. Sodass wir umso mehr Kalorien verbrennen mit der schweren Ausrüstung im Gepäck. In der nächsten Aufnahmepause muss ich unbedingt mal neue Batterien für meine Maus einlegen. Ach, da ist Yannick. Ich bin hinter dir. Jetzt vor dir rechts wahrscheinlich. Dir, ja. Oh. Ah. Kann das sein, dass die wo bist denn du jetzt? Dass genau? Die Leute zwischendurch auch mal ausgepowert sind? Ich kann nämlich nicht mehr laufen. Ich sehe nicht mehr jetzt gerade. Das ist ein bisschen doch, jetzt wieder. Auf der Stelle. Ja, ich hasse mein Leben. Warst bei mir auf einmal verschwunden. Kann aber auch daran liegen, dass wir so langsam zum Airfield kommen. Das ist wie das Bermuda-Dreieck. Da verschwinden Leute einfach. Ach, da bist du. Ich sehe dich. Ach, hier, hi. Ja, ich dachte, okay. Wir gehen mal hier oben lang, damit wir auch jetzt vielleicht von oben mal einen recht guten Ausblick haben, sag ich mal. Ich fühle mich hier gar nicht wohl. Falls da Leute rumlaufen oder so. Oh, I'm thirsty. Dann nehme ich mal eben einen Schluck leckere Pepsi. Kannst du mal kurz leise sein? Sei mal bitte kurz leise. Okay. Ja, ich hat gerade eben jemand geredet, aber ist egal. Also. Entschuldigung, aber okay. Das war gerade. Okay. Seid mal bitte kurz leise und genau in dem Moment macht mein Charakter so an der Cola. Geil. Ah ne, aber ist egal, ich bin jetzt der eh Charakter weitergelaufen. Der ist ja auch ein Spielverderber. Ach guck mal, hier oben ist die Betonblaubautenstadt. Ja, das habe ich ja die ganze Zeit gesagt. Lauf doch. Dass wir so nah dran sind, das ist das Ding. Ich dachte, die wären noch einiges weiter entfernt. Nö, aber du bist wieder einiges weiter entfernt. Ich sehe dich schon wieder nicht, auch verdammt. Das spricht aber sehr für uns. Ich bin links von dir. Links von mir? Ah, da. Wo zur Hölle bin ich? In der Hölle. Ich stehe hier gerade auf so einem... So, wo genau ist das Airfield? Hier ist ein Leuchtturm. Ich habe die Orientierung verloren. Ah, okay, ich sehe es. Oh nein, ich habe die... Oh nein, ich habe mich verlaufen. Ich habe kein gutes Gefühl. Oh, hallo. Yo. Hey! Wow, da ist sie wieder. Ah! Wir hatten dich schon abgeschrieben. Hey Riley, wir haben nur Positives über dich gesagt. Ja, wir waren nett. Natürlich. Ich habe die Straße verloren. Fair und neutral auch. Ja, und überhaupt nicht wertend. Objektiv sind wir geblieben. Mann, das tut wieder schöne Haare. Läuft die Folge noch? Ja. Ja. Ja, dann kann ich es mir nachher angucken, ich weiß gar nicht, wie lange die Folge schon läuft. Klar.
klar. Leute, nee, ich pieps das alles aus. So? Die Folge läuft mittlerweile seit... Das geht dann ungefähr pieps, 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 Riley, pieps. Ich habe ja immer nicht verstanden, wie lange eine Viertelstunde. Entschuldigung, so, das geht ich habe gepiepst. Ich habe währenddessen Donauwelle geholt. Ich würde am liebsten krieg ich auch ein Stück in den Wald hinein, weil mir das nicht sicher vorkommt. Natürlich, ich schieb dir durch die Webcam, okay? Nice. Aber ich habe heute schon so viel Kuchen gegessen, das ist der Wahnsinn. Ich habe das Bedürfnis, mein Gewehr zu nehmen. Ja, ich gucke jetzt mal eben durch meine und Rifle. Und Chili Con Tofu habe ich gegessen. So aussieht. Sehr lecker. Chili Con Tofu? Chili Con Tofu, ja, sehr lecker, muss ich sagen. Und? Es war gut. Was siehst du so? Es war scharf. Achso, du redest gar nicht mit mir. Nicht wirklich, nein. Für alle, die sich wundern, bei mir ist gerade noch Black Screen, weil Daisy startet. Aber siehst die Konversation will ich unbedingt reinkriegen. Ich sehe den Tower nicht. Boah, nee. Yannick, du warst gerade wieder so laut. Ist ganz weit hinten rechts, der Tower. Oh, was, wo ist der? Das ist übrigens auch überhaupt nicht hinten unmöglich. Ja, die Tür geht gleich auf. Ich hasse mein dann Leben. Dann würde ich jetzt erstmal hier weggehen, denn der hat gerade eine gute Schussbahn, sollte der da immer noch sein. Wo seid ihr eigentlich mittlerweile? Ist da jemand? Wieder sein. Ist da jemand? Wir sind am Airfield. Ach, schön. Ja, wir hatten dich, wie gesagt, schon abgeschrieben. Hm? Ich dachte mir so... Wir dachten nicht, dass jetzt die Folge jetzt beendet haben und so sagen, lass mal erstmal auf die Riley warten. Am Arsch. Ich kann meine Waffe nicht wegstecken. Ja, das passiert manchmal jetzt bei Daisy, dass du einfach die Sachen nicht mehr wechseln kannst. Apfel ist nee, weg. Riley, du, das war ja Absicht, weißt du, wir haben deine Internetleitung absichtlich geblockt, damit wir ohne dich weitermachen können. Ja, genau. Danke. Deswegen ist Dustin auch beim LP nicht dabei. Wir haben den nämlich zu dir geschickt, damit er das durchschneidet, das Kabel. Ja, ich bin... Ach, da hinten bist du. Dafür esse ich jetzt allen Kuchen. Oh, hier ist ein cooler bist Steg. Bist du doch, oder? Alter! Was bist du? Okay. Ah, wie eklig ist das denn? Was denn? Bah! Ich ergebe mich! Ihh, hier was? Liegen... Hier ist liegen... Besser so. Hier nee, liegen... Komm, lass mal weiter jetzt. Ja, ist okay. Hier ja, liegen... Ich versuch's hier, Alter, irgendwie. Fickt euch doch. Hier liegen tote Menschen rum. Du hast vergessen, wie du aufstehst, so. Ne? Das hast du noch jetzt zum ersten Mal gesehen. Die liegen überall auf der Map rum. Echt? Habe ich zum ersten Mal gesehen, tatsächlich. So, wir können jetzt hier noch ein bisschen entlang. Läuft. Das ist aber voll gemein auch, dass hier um das Airfield herum so wenig Bäume stehen, ne? Schon, ja. Ja, ist auch blöd, gucken. Bei so einem Airfield Bäume stehen zu haben, wenn du dann im Flugzeug landen willst, ne? Nur mal so am Rande. Ja, schon, aber tarnungsmäßig. Ja, genau, damit man das Flugzeug nicht sieht, stimmt. Ist besser, da ein paar Bäume hinzustellen. Bin ja echt gespannt, wie das ist, wenn es mal Flugzeuge gibt, wie viele dann erstmal ab Flugzeuge soll es gar nicht geben. Ich weiß, wie das laufen wird. Wir sitzen alle im Flugzeug und ich fliege das Ding gegen den Berg. Ich hab gehört, Helikopter soll es geben, aber Flugzeuge nicht. Ah. Ja, glaube ich. Wie im Helikopter, stell dir das mal vor, wie das ausgehen würde. Das wird Spaß machen. Das wird richtig geil, ey. Und es wird auch... Wer von uns kann Heli fliegen? Na, wenn die Steuerung ist wie bei Arma 3, dann kann ich das. Ich stürze nämlich mittlerweile nicht mehr ab. Ich glaube, das hier... Ich glaube, das hier ist der Tower, oder? Nee, das ist der Tower, weiter hinten. Ne, bei Battlefield bin ich. Wir müssen noch weiter nur Kampfchat, aber Heli geht gar nicht. Doch, Heli kann ich fliegen. Wenn die Steuerung einigermaßen so ist wie bei Battlefield 2, kann ich den fliegen. Ja. Immer diese Tastenüberlegung. Battlefield Bad Company. Da bin ich. Das waren noch Zeiten. Wie komme ich jetzt zum. Da hinten ist der Tower, guck mal hier. Ist da irgendwer auf dem Airfield? Boah, das geworden. Ist so krass, ja, ey. Ja, stimmt. Ich laufe hier, ich laufe und laufe. Ich kann es dir ja verraten, da oben sind mächtig viele Sachen, wenn der frisch resettet wurde. Hallo? Denn ich war da mal drin, während ich hier hingelaufen bin, konnte ich mir die Chance nicht nehmen lassen und da sind sehr viele Sachen. Ach nee. Habt ihr mich gehört? Du hast Hallo gesagt. Hallo. Ja, klar. Ich merke schon, wie... Oh, da vorne ist eine Stadt. Männer können nun mal nicht zuhören. Oh nein, da vorne läuft ein anderer Spieler. Aber ich glaube, er hat auch nichts. Ich glaube, oben im Tower ist niemand. Röntgenblick durch ein Haus oder er ist einfach nicht gerendert. Das ist ja das Fiese. Manchmal hast die Geometrie einfach nicht gerendert. Hungry und thirsty. Der Wahnsinn. Von anderen Spielern. Ah. Und dass man die deswegen so schlecht sieht. Toll, und der Idiot läuft vor mir in die Stadt rein, ey. Wenn ich Pech habe, ich hab nichts. Aber ich würde sagen, ich muss mal wieder ganz kurz intervenieren. Wir haben nämlich jetzt die 20 Minuten. Okay. Boah, geile Folge. Seit wann achtest du denn jetzt auf die Zeit? Weißt du, das sind sogar mehrere Spieler. Es sind mehrere Spieler. Scheiße. Und ob ich mit diesen mit diesen Spielern interagieren werde oder ob sie mich einfach abschlachten werden, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye bye. Sind wir jetzt im Endscreen eigentlich? Jetzt sind wir im Endscreen, Ach, jetzt dann erst? Jetzt erst. Natürlich jetzt erst. Oh, cool. Wow, es wird keiner sehen, aber du kannst erzählen. Ich kann ich habe gerade im Endscreen 25 Zombies erledigt. Ohne Probleme.
Doch, so. bei mir sieht ja, also dann... Mein Endscreen ist ja live. Ach so. Ja, okay. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt aber endlich mal Schluss, ne, weil genau. Wir labern und agieren viel zu viel im Endscreen. Ja, wir sind die Abmod-Könige. Bye, bye. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.